Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls Remastered. Okay, da ist wieder alles. Ja, wir stehen hier am Eingang von den Dämonenruinen. Unser nächstes Gebiet, was wir betreten werden und was wir meistern und durchkämmen müssen. Ein knüppelhartes Gebiet, wirklich nicht zu unterschätzen. Ihr werdet auch schon bald verstehen, warum. Denn wir werden uns jetzt hier mal einmal hinsetzen. Die hier lassen wir Viecher sein. Wie gesagt, die sind einfach nur da, um zu nerven. Die meisten davon greifen auch gar nicht an. Und wenn man sie kaputt haut, dann kommen aus ihren Beuteln, die sie da hinten auf dem Rücken haben, so kleine Würmer. Und die sind wirklich unfassbar unschön zu bekämpfen. Ja, da unten seht ihr schon, führt irgendwie ein Weg in die Lava. Da, was es damit auf sich hat, da unten sehen wir ein Item und so weiter und so fort. Was es damit auf sich hat, das ist alles noch fraglich. Die da sind tatsächlich ein bisschen aggressiv. Die wollen auch was von uns, aber die lassen wir mal in Ruhe. Wir gehen erstmal diesen Weg hier. Und werden uns jetzt an einem, ja, an einem Bosskampf versuchen. Und ich werde euch eine Strategie zeigen, wie man diesen Boss einigermaßen gut bekämpfen kann. Wir sind relativ stark, so ist das nicht. Aber der Typ knüppelt auch dafür doppelt und dreifach rein. Also das darf man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Dementsprechend, ne, immer schön aufpassen, was man so macht. Hier kann man nicht drauf, das bringt auch gar nichts. Und hier ist schon das Nebeltor. Das heißt, wir werden im Grunde genommen schon beinahe von einem Boss begrüßt. Und, huch, gar keiner da. Ja, wir werden sehen, was jetzt gleich passiert. Denn wir werden uns jetzt hier erstmal in Ruhe ein bisschen umgucken, bevor wir irgendwen hier fronten. Denn der Bosskampf, den kann man tatsächlich auf zweierlei Varianten triggern. Zum einen, indem man den Boss natürlich angreift. Zum anderen, indem man ein Itemset aufsammelt. Und diese Kurve hier, die wird uns gleich noch viel Freude bereiten. Denn das ist unsere Chance, diesen Boss ein bisschen zu cheesen. Da vorne ist er. Das ist unser nächster Gegner. Also der sieht auch sehr eindrucksvoll aus, wenn ihr mich fragt. Ein sehr cooler Bosskampf. Der hat mir gut gefallen. In der Nicht-Remastered-Version kann man den noch besser cheesen. Da kann man nämlich, wenn man ihn angegriffen hat, einfach die Beine in die Hand nehmen und zum Nebeltor zurücklaufen. Dann fällt der hier unten in den Abgrund, der Boss, und ist quasi one-hitted. In unserer Remastered-Version ist das rausgepatcht. Das geht also nicht mehr. Was wir machen ist, wir werden uns gleich da hinten in diese, ja, in diese Kurve stellen und dann schlägt er mit seinen Armen immer da rein. Da kann er uns nicht treffen, wir können aber seine Arme treffen und dann können wir ihn damit kaputt hauen. Genau, das werden wir jetzt machen. Und hier hinten, das lore-technisch ist seine Schwester, glaube ich. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich meine, das ist seine Schwester. Oder sonst wer. Auf jeden Fall ein nahestehender Mensch. Und ja, ihr seht halt tot, ne? Und wenn wir jetzt dieses Item auswählen, dann ist er super stinkig auf uns. Findet er gar nicht geil. Und er fängt sofort an, er fängt sofort an, Beef zu machen. Das heißt, wir fangen sofort an zu sprinten, denn der kloppt jetzt gleich hier auf uns ein. Mit seinen Armen. Und die sind nicht zu unterschätzen. Das kann ich euch sagen. Die machen richtig Ärger. Dementsprechend wir hier rein in die Ecke und ihr seht schon, er spuckt Feuer. Wir sind natürlich auch nicht besonders feuerresistent. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal einen Sip nehmen. So, dann hol mal aus, mein Bester. Show me what you got. Ich warte. Da kommt er. Und jetzt gleich sind wir hier in einer Position, wo er uns dann mit seinem Arm die ganze Zeit versucht zu erreichen. Genau, da ist er schon. Aufpassen, dass er nicht so viel Feuer spuckt. Und jetzt wird er nämlich hier in diesen Gang reinschlagen wollen. Und jetzt, wo ist sein Arm? Ich sehe ihn nicht. Hallo? Ach, da wäre sein Arm gewesen, okay.
Also er schlägt leider... Ah, da ist sein Arm. Okay. Das heißt, aufpassen. Und dann können wir draufhauen auf den Arm. Denn der liegt jetzt ein bisschen hier. Und ihr seht schon, wir machen relativ soliden Schaden. Hinstellen, baiten. Er holt einmal aus. Und da kloppt er uns wieder ein über den Dötz. Jetzt können wir ihn irgendwie nicht treffen. Das ist natürlich frech. Ah, okay. Dann stellen wir uns hier in die Ecke. Ja, seinen Arm backt tatsächlich hier in die Wand rein. Also die Cheese-Option funktioniert nur so mäßig tatsächlich, weil sein Arm in die Wand reinbackt. Das ist natürlich nicht so schön, ne? Okay. Und da trifft er uns dann. Er schießt uns hier gerade ordentlich, weil sein Arm hat, weil sein Arm in die Wand reinbackt. Ich kann ihn nicht treffen. Vielleicht müssen wir mal einmal kurz ihn hier hinten zurücklotsen auf die etwas freiere Fläche. Ja, dann fängt er nämlich an Feuer zu spucken. Auch nicht so der Real Shit. Oh mein Gott, tut das weh, wenn er ihn damit trifft. Okay, durch Wände durch. Das ist natürlich auch wieder sehr geil. Aber wir haben ihn Half-Life. Wir müssen jetzt mal einmal nur kurz hier uns mal einmal zurückziehen. Jedes Mal, ne, kriegt er mich damit mit der Scheiße. Okay, Bro, alles klar, yo. Das habe ich natürlich auch wieder genauso gesehen wie du. Besser ist das. Man kann ihn hier echt actually nicht treffen, ne? Ist ja wirklich frech. Nu? Wie regeln wir das denn jetzt, mein Lieber? Wieder ein Treffer, ne? Richterlich. Ja, ich komme halt so nicht richtig an ihn ran. Das ist ein Problem, tatsächlich. Mich mal hier hinter, mal gucken, was passiert. Oh mein Gott, Alter, what the fuck, man. Okay, der wird mich wahrscheinlich tatsächlich töten. Die Taktik funktioniert nicht. Wird immer funktioniert. Er hat nämlich hier seinen Arm, lag dann hier in dem Gang und dann konnte man einfach da ja draufhauen im Grunde. Das ist natürlich richtig scheiße. Tja, was machen wir denn da jetzt? Na, perfekt, Alter, wieder daneben, ne? Treffer. Kompletter Treffer. Kann nichts dagegen tun. Außer mich da reinzustellen, wenn er das macht. Und dann liege ich halt auf der Nase.
Und ich bin dann wieder zu langsam. Och Mann, Digga, das ist so kacke. Hallo, anbieten, ja, tot. Scheiße, Bruder, scheiße. Okay, so ist natürlich nicht so geil. So ist natürlich nicht so geil. Eigentlich ist der nicht so zickig. Eigentlich ist der nicht so zickig. Das ist natürlich Käse. Das müssen wir erstmal uns wieder menschlich machen. Das Leuchtfeuerkindel, ne? Man kennt es. Dass wir zumindest mit 10 Estus da reingehen können. Wir probieren das jetzt nochmal. Irgendwie, da, es gibt da eine Cheese-Taktik. Und die hat immer funktioniert irgendwie. Nur jetzt gerade irgendwie nicht. Crazy, yo. Irgendwie, die muss funktionieren. Die hat bei mir beim ersten Durchlauf hat die auch funktioniert. Glaube ich dem Game jetzt hier gerade echt nicht ab. Toll. Mal direkt erstmal wieder Fallschaden gekriegt, obwohl wir nicht gefallen sind. Na, besser ist das. Das Problem ist natürlich jetzt an der Stelle, er ist natürlich jetzt schon sauer auf uns, ne? Dementsprechend wird der Weg dahin, wo wir ihn cheesen wollen, ein bisschen trickiger. Weil er natürlich jetzt schon anfängt, auf uns einzukloppen dann, ne? Er kommt nämlich jetzt sofort hier angeschissen. Ja, und wird sofort natürlich mit uns fighten wollen. Ja, ihr seht das. Okay, das ging aus irgendeinem Grund daneben. Ich habe keine Ahnung warum. So. Und jetzt müsste man sich eigentlich hier in diese Ecke stellen. Dann kommt er nämlich und haut hier rein, in diesen Gang. Ja, ganz genau so. Und dann liegt nämlich seine Arm hier. Und den kann man jetzt nämlich dann angreifen. Hallo, nicht abhauen. Genau, so ist nämlich die Taktik. Und wenn er dann nämlich angreift, kann man kurz einen Schritt beiseite gehen. Dann trifft er einen nämlich nicht. So, das wollte ich euch zeigen. So ist nämlich die Taktik, wie man den ganz easy peasy legen kann, diesen Boss. Man könnte theoretisch die Waffe auch zweihändig nehmen. Macht man noch mal ein bisschen mehr Damage. Und da trifft er uns dann aus Versehen wieder durch die Wand, ne? Mit dem Matrix-Schlag. So, das ist die Taktik, die ich meine. Und ihr seht, wir dürfen ihm richtig Damage einschenken. Und er kann sich im Grunde genommen überhaupt nicht wehren. Ja, außer er trifft natürlich so blöde wieder irgendwie um die Ecken rum. Aber lieber Lavastrom-Dämon noch einmal. Und deine Existenz ist vorbei. So einfach nämlich. Sehr gut. Wir haben ihn gelegt. Und jetzt, ja, eine Videosequenz. Gut, Menschlichkeit, Heimkehrknochen, 20.000 Seelen, ein bisschen wenig für so einen Klopper. Aber wie gesagt, er ist ja jetzt auch nicht so unfassbar kompliziert. Nur, dass man sagen könnte, wow, was ein Enemy. Und jetzt werden wir gleich was bekommen. Und da werde ich ein paar Sätze zu sagen. Nämlich bekommen wir jetzt eine ganze Menge Gegner-Recycling. Und ihr seht es da unten schon. Das da unten, das sind Taurus-Demon. Demonsen, ne? Ein paar sind auch schon aufmerksam auf uns geworden. Die kennen wir schon aus der Stadt der Untoten. Das war der erste Boss, den wir besiegt haben.
Also der erste Boss, abgesehen vom Tutorial-Boss. Hier in diesem Gebiet und auch im nächsten Gebiet, in den Ruinen von Aizalith, werden wir sehen, dass sehr stark Gegner recycelt worden sind. Und das hat mehrere Gründe, warum dem so ist. Denn leider Gottes hat ja der Publisher von Dark Souls sehr viel Druck gemacht, dass das Spiel endlich fertig werden soll. Und dementsprechend hatte From Software nicht mehr genügend Zeit, sich vernünftiges Level-Design und Gegner auszudenken, die hier auf uns warten sollen. Und das wird man jetzt in den nächsten Gebieten, wird man das merken. Wir werden hier auf sehr viele Gegner stoßen, die wir schon mal gesehen haben, mindestens einmal. Und das ist ein bisschen schade. Ich meine, ein bisschen Gegner-Recycling hat From Software schon immer gemacht, ne? Aber in der ausgeführten Form nicht. Ja. Aber nicht schlimm, ihr werdet gleich auch sehen, was ich meine. Und dann werden wir uns hier mit denen beschäftigen. Ich werde auch gleich euch einmal die Kollegen hier zeigen. Wir healen auf jeden Fall jetzt erstmal nochmal. Und dann gibt es auch schon bald die Möglichkeit, rund 10.000 Seelen noch, das ist so fucking viel, ey. Dann gibt es jetzt bald schon die Möglichkeit, auch endlich den Geheimgang aufzumachen, den wir ja schon die ganze Zeit öffnen wollten, um ja einen guten Freund für das Endgame bereit zu machen, denn Ritter Solaire hat ein Happy als auch ein Bad Ending, die Questreihe, je nachdem wie man sich manchmal entscheidet. Wir werden natürlich gucken, dass wir Ritter Solaire das Happy End bereiten. Genau, also da hinten seht ihr Taurus Demon, da hinten seht ihr die Capra Demon, das ist der Ziegendemon aus dem, ja, aus der unteren Stadt der Untoten. Wie gesagt, auch der wurde hier leider recycelt. Allerdings natürlich in deutlich schwächerer Ausführung, ich zeige euch mal, was ich meine. Den werden wir jetzt hier als Standardgegner wieder treffen, den Capra Demon. Ich zeige euch mal, was ich meine. Hier hinten geht es auch übrigens weiter. Wir werden da hinten diesen optionalen Bereich gleich noch erkunden. Hier, da ist er schon. Man kennt ihn, hat das gleiche Moveset wie vorher. Er haut immer noch richtig böse zu. Aber ihr seht schon, er hält nicht mehr ansatzweise so viel aus wie noch zu Anfang. Also mit 3 Schlägen ist der Kollege hinüber. Wie das allerdings mit den Kollegen hier aussieht, das weiß ich leider nicht. Wie viel Damage macht dieses Feuer? Fragezeichen. Oh, sehr viel Damage, also deutlich mehr als in Elden Ring. Wir haben ja Rüstung der Feuerresistenz bekommen, nämlich, wo ist er? Die hier, diese hat, Moment, wo ist er denn? Gar keine Feuerresistenz. Doch, da, 22, ist genauso gut wie mein Helm. Upsala. Genauso gut wie mein Helm, aber wahrscheinlich deutlich schneller, denn wir werden jetzt gleich einen kleinen Harakiri-Move machen. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der funktionieren wird. Dafür werden wir nämlich das hier nehmen. Die hat relativ hohe Feuerabwehr. Die ist generell nicht so schlecht, diese Rüstung. Schwarzer Goldsambrock. Wir können jetzt mal das mit unseren Sachen vergleichen, die wir so haben. Also die Feuerabwehr ist hier die gleiche. Wo ist Havels Rüstung? Da. Feuerabwehr ist bei Havels Rüstung sogar schlechter. Natürlich sind die restlichen Sachen alle besser, das ist klar. Aber wir werden nämlich jetzt hier einmal Folgendes machen, und zwar auch noch den Ring anlegen. Havels Ring kommt einmal weg. Wir werden nämlich jetzt den Feuerverteidigungsring anlegen und uns so leicht wie möglich machen. Denn an diesen Taurus-Dämonen werden wir einfach nur vorbeirennen. Ich zeige euch mal, wie jetzt der Schaden aussieht. Immer noch relativ hoch, aber trotzdem deutlich besser als vorher. Denn wir werden jetzt hier einmal nur einen kurzen Harakiri hinlegen. Wir möchten uns mit den Taurus-Demons da gar nicht anlegen. Das ist völlig über. Die geben, wie gesagt, kaum Seelen für den Aufwand. Okay, ich werde hier verbrennen. Das ist natürlich schon wieder nicht so gut. Die geben tatsächlich nicht so viele Seelen, wie sie sollten. 20.000 Seelen, da sind natürlich auch ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Wir werden jetzt, wie gesagt, da einmal durchrennen, gucken, dass wir uns so viele Items wie möglich mitnehmen können. Da unten liegen ja jetzt auch noch meine Seelen, die ich auch ganz gerne eigentlich retten würde.
Ein paar Sachen liegen da hinten, die vielleicht nicht ganz so schlecht sind. Ein paar Seelencontainer und so weiter und so fort. Und dann werden wir auch sofort gucken, dass wir einen Schuh machen. Wir machen uns dann hier auch nochmal, werden uns dann hier auch nochmal vermenschlichen. Und denn es gibt den ein oder anderen KI-Invasor in den Ruinen hier. In den Dämonenruinen. Und die wollen wir natürlich auch, so gut es geht, mitnehmen. So. Genau. Deswegen werden wir jetzt an diesen Taurus-Dämonen nochmal versuchen vorbeizurennen. Die sind relativ langsam. Wenn ich jetzt mal gucke, ich habe, glaube ich, auch eine Fast Roll. Ne? Ja. Also ich bin super schnell unterwegs. Kann dementsprechend an denen einfach vorbeiflitzen. Ein bisschen mehr Feuerresistenz würde ich mir wünschen, aber mehr ist nicht drin. Das ist das höchste an Feuerresistenz, was ich rausholen konnte. Ja, er hat mich schon gespottet. Wir holen uns einmal kurz unsere Seelen. Danach sprinten wir hier einfach vorbei an den Experten. Denn, wie gesagt, außer ein bisschen bedrohlich aussehen, können die gar nichts. Ja, oder uns halt auch umbringen. Vielleicht müssen wir sie doch fighten. Vielleicht müssen wir sie doch fighten. Naja. So sieht das aus, als würde das nichts werden. Gut. Das war eindeutig eine Kriegserklärung der ganzen Taurus-Dämonen da unten. Wir ziehen also unsere fette Rüstung wieder an. Moment, das heißt, wir ziehen aber auch das wieder an. Ziehen Havels Ring wieder an, der war ganz oben. Genau, zack. Ziehen dann Havels Rüstung auch wieder an. Die Stulpen und die Schlappen. Das heißt, wir brauchen auch wieder unser Schild, das Drachenschild. Und den Bogen, denn wir werden uns jetzt gleich die Gegner da einzeln dran pullen. Und werden die besiegen, denn offensichtlich lassen sie uns da nicht in Ruhe looten. Das ist natürlich völlig inakzeptabel. Ich will looten. Ich will euch ja alles zeigen, was das Spiel so parat hat. Zumindest alles, was ich so kenne. Und wenn die mich da nicht in Ruhe looten lassen, dann müssen wir die Erde alle töten. Das hilft alles nichts. Das hilft leider dann alles nichts. Ich kann jetzt nur hoffen, dass wir nicht mehr als einen gleichzeitig pullen. Wir ziehen uns hier jetzt einmal kurz ein bisschen zurück. Wir haben ja ein relativ starkes Schwert, also wir sollten da eigentlich ganz gut klarkommen gegen die. Wie gesagt, der Capra-Demon war mit 3 Schlägen tot. Ja, da kommt er. Sehr gut. Wir müssen halt, wie gesagt, auch unsere 20.000 Seelen retten. Die sind auch super wichtig. Die will ich unter keinen Umständen verlieren. Seht schon, also der ist auch in 4 Schlägen hinüber und lässt sich nach 3 Schlägen sogar staggern. Aber er gibt nur 1200 Runen. Das ist natürlich jetzt auch nicht so krass, super viel. Aber immerhin besser als nichts. So, dann. Oh, jetzt habe ich 2 von denen gepullt. Naja, doch nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt beide gepullt, aber ist nicht so. Genau, er wird jetzt wieder ausholen. Das tut natürlich unheimlich weh, ne? Also die Ausdauer. Er da so eine Donnerkeule setzt, ja, er kommt natürlich dann, das kommt natürlich nicht so lecker. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kurz unsere Ausdauer regenerieren lassen. Dann portet sich da auch so ordentlich schön durch die Gegend. Ja, das tut alles richtig weh. Also ihr seht schon, es ist eigentlich überhaupt nicht worth, die zu bekämpfen. Weil die einen halt quasi die ganze Zeit unterbrechen können. Trotz meines extrem hohen Poys hat der jetzt geschafft, mich wirklich ordentlich aus dem Latschen zu kloppen. Aber ich darf halt, wie gesagt, nicht vernünftig looten und das bedeutet, Taurus-Dämon muss sterben. Das hilft jetzt leider alles nichts. Problem ist die Respawn halt auch, ne? Also wir müssen jetzt, wenn, dann alle in einem Abwasch killen. Sonst respawn die. Ihr seht schon, also der hat eine Hitbox, die ist jenseits von Gut und Böse. Also was der teilweise treffen darf, wo ich eindeutig unter ihm gestanden habe. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Super nervig. Und finde ich ein richtig schlechtes Gebiet. All in all.
Das ist ein wirklich sehr, sehr schlechtes Gebiet. Da könnte jetzt natürlich mal ein bisschen Feuerschaden nehmen, aber wir sind natürlich hier alles Feuerdämonen, ne? Die sind natürlich alle feuerfest, weil wie gesagt, er kloppt mich jedes Mal aus der Latschen. So, einmal Haltung brechen. Sehr gut, wenn wir von ihm einen Hit pressen, ist nicht schlimm. Wie gesagt, ich bin eigentlich eh nur wegen der Items hier, die da hinten überall rumliegen. Und ihr habt mir halt den Weg dahin versperrt, dementsprechend müsst ihr leider jetzt alle drauf gehen. Genau, das ist halt leider das Problem. So, dann werden wir gleich gucken, dass wir nochmal die Feuerrüstung anlegen, die uns, oh mein Gott, da hat er mich fast ins Feuer sogar geworfen. Ja, das war daneben. Aber ich bin da auf jeden Fall einmal gestaggert. Sehr gut. So, zwei Stück fehlen noch, so wie ich das sehe. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir da vorne dran kommen an das Item, was da in dem Lavasee liegt. Wir haben, wie gesagt, noch 7 Estus Flasks. Wir kommen also auf jeden Fall noch das ein oder andere Item uns abholen. Ich glaube, 3 liegen da hinten insgesamt, wenn man sich mitnehmen möchte. Was halt Seelen sind und sonstiges. Ja, halt einfach Items, die man vielleicht nicht unbedingt liegen lassen möchte. Staggert wäre wertvoll. Gegner zu staggern kostet immer wertvoll, kauft einem immer wertvolle Zeit. Ja, und dann haben wir dich noch, ne? Und dann war es das hier mit den Taurus Demons. Gut, und wir dürfen uns jetzt mal einmal in Frieden hier umschauen. Ich bin mir nicht sicher, wie man da nochmal auf dieses Item gekommen, zu dem Item dahin gekommen ist, weil das ja da tatsächlich in so einem Lavasee chillt. Und jetzt vielleicht könnt ihr euch selbst überlegen, ob das für euch die Mühe wert ist, die Items, die hier liegen, ob das für euch die Mühe wert ist, sich mit 7 oder 8 Taurus Demons anzulegen. Wir haben jetzt zum Glück ein einigermaßen starkes Schwert. Wir müssen jetzt halt einmal hier ins Wasser rennen. Wasser, mein Gott. In die Lava rennen, ne, ganz schnell. Und dann bin ich auch schon wieder tot. Perfekt. Ich hätte vorher die Feuerresistenz-Sachen anlegen sollen. Na gut. Ja, die sind natürlich jetzt alle wieder da. Ja, die ganzen Taurus-Demons, die sind alle wieder da. Oder? Sind die alle wieder da? Ich glaube ja. Ich meine, die müssten alle wieder da sein. Die respawnen hier. Nochmal feile ich die nicht, dann lasse ich die 30.000 Seelen da hinten noch liegen. Wie gesagt, ich bin für das Gebiet, glaube ich, stark genug. Sind die nicht wieder da? Respawnen die nicht? Oder? Die respawnen nicht. Okay, ja, never mind. Dann holen wir uns die Sachen natürlich wieder, ne? Klar. Na gut, ja, dann können wir uns auch unsere Seelen wiederholen. Dieses Mal müssen wir natürlich dann gucken, dass wir Items der Feuerresistenz anlegen, damit wir da hinten auch durchkommen. Ne, die respawnen nicht. Ja gut, dann ist das vielleicht doch nicht so schlecht, dass wir die alle gelegt haben. Aber wir sind natürlich jetzt nicht mehr menschlich, das ist auch ein Problem. Wir müssen uns auf jeden Fall gleich darum kümmern, dass wir nochmal menschlich werden. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass es hier die ein oder andere KI-Invasion gibt. Und die wollen wir natürlich mitnehmen, weil es da eigentlich auch immer relativ coole Items abzugrasen gibt. So, wir nehmen einmal die Rüstung runter, den Ring weg, wir nehmen die Feuerresistenz. Und wir nehmen natürlich die Goldsaumkapuze. So. Sehr gut. Wir müssen auch noch was unsere Feuerresistenz erhöht. Haben wir da irgendwas? Invasionssymbol? Nee. Blutungszunahme? Nee. Sonst haben wir nichts, was unsere Feuerresistenz erhöht. Deswegen müssen wir jetzt unbedingt mal gucken, wie wir da hinkommen. Da habe ich nämlich keine Ahnung. Ich kann ja mal versuchen, da hochzuspringen.
Das funktioniert. Sehr gut, da gab es nochmal eine große Seele eines stolzen Kriegers. So, wir setzen uns jetzt gleich nochmal ans Leuchtfeuer. Wir ziehen nämlich jetzt wieder unsere Rüstung an, so wie sich gehört. So, die Havel-Sachen natürlich. Genau. Dann die eigentlich. Okay. Stulpen von Lautrek dem Aufgenommenen. Aber hat keine besondere Fähigkeiten. Na gut. Hat das besondere Fähigkeiten? Sehr gute Resistenz gegen Feuer, Gift und andere Gefahren. Ja, das stimmt. Also die Rüstung ist auf jeden Fall sehr gut für Resistenzen. Ich habe die auch eine ganze Weile habe ich die getragen, diese Schwarz-Gold-Saum-Sachen. Weil die extrem gut in die Statuseffekte rein skaliert hat. Also auf jeden Fall auch eine sehr coole Rüstung, die man auf jeden Fall nicht verachten sollte. Also mit Havels Rüstung sind wir wie gesagt verbrannt. Mit der Rüstung und dem Ring konnten wir hier schon einige Zeit in dem Feuer verbringen. Gut, wir werden jetzt nochmal Menschlichkeit reinfuttern und gucken, dass wir uns 15 Estus mitnehmen, anstatt nur 10. Denn ich habe so die dumpfe Befürchtung, dass wir das hier gebrauchen können. Zum anderen möchte ich nochmal Ausdauer skillen. Also hier ist noch einiges, was wir vorhaben, auf jeden Fall. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge mal in die, ja, in die Dämonenruinen hineinwagen. Wir haben jetzt ein bisschen Vorgeplänkel hier gemacht. Items eingesammelt. Ne? Und in der nächsten Folge geht es dann rein in das richtige neue Gebiet. Vergessen vorher zwei Menschlichkeit und die Seele zu futtern. Zweimal Menschlichkeit. Also ihr seht schon, Menschlichkeit hier geht durch wie nix, ey. Das ist so schnell, ist das weggeheizt. Menschlichkeit. Und wir entfachen dieses Lagerfeuer noch einmal. Ciao. Sehr gut. Dann hämmern wir uns jetzt noch eine Seele rein. Und zwar hier die Seele des Kriegers, die müsste eigentlich reichen. Ja, sehr gut. Und dann steigen wir noch ein Level in Kondition auf. Dann sind wir bei 38, wir haben jetzt 140 Tragekapazität. Das ist sehr gut. Wie gesagt, ich bin vielleicht nochmal daran interessiert, auch nochmal ein fetteres Schild mitzunehmen. Aber dafür müssten wir noch ein bisschen mehr in Stärkung investieren. Alternativ könnte man, wie gesagt, jetzt wirklich nur noch in Stärke investieren und dann einfach gucken, dass man als Fettklops durch die Gegend läuft und einfach auf Ausweichen komplett scheißt und alles nur noch blockt. Wäre auch eine Idee. Habe ich auch so noch nie gespielt. Also ich habe immer zumindest so gespielt, dass ich eine Midroll hatte. Aber wäre auf jeden Fall auch nochmal was Neues für mich. Dann würde ich nämlich versuchen, nochmal in 50 Stärke zu gehen. Mit den nächsten Leveln komplett auf Stärke zu skalieren. Und dann versuchen, das Havel-Schild und den, von mir aus auch den Drachenzahn oder was auch immer, dann nochmal ranzubringen, dass wir nochmal so eine richtige Klopperwaffe nochmal haben. Ja, das tut natürlich weh, ne, wenn das trifft. Und das andere, wie gesagt, ist jetzt eher nicht so. Gut. Ja, dann nix wie reine die Dämonenruinen. Aber Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls Remastered. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Haut rein.